So, hallo, wir machen weiter. Bei Things, letztes Mal haben wir Blossom Gardens, das Garden Gate zumindest abgeschlossen und können jetzt tatsächlich aber die nächste Welt betreten. Jawohl. Und da kommt, wenn ich richtig liege. Ach so. Ah, das ist hier da drüben, das Ding. Okay, das ist nämlich ein, ja, wie es schon heißt, ein 25-Room-Castle. Aber dann machen wir das noch gar nicht sofort. Ich dachte, das ist das erste Level hier. Das ist nicht das erste. Dann machen wir erst das. Denn, ja, wie man hier halt sieht oder lesen kann, das Ding hat einfach 25 Räume. Und das dürfte, so wie wir das spielen mit dem ohne Saves, jetzt ganz interessant werden. Okay, weil nämlich jeder Raum extra gespeichert wird. Ja, also, das ist dann ganz cool. Aber dann gehen wir erstmal in das Resort and Spa. Welcome aboard. Welcome to Blossom Garden Resort and Spa. Come relax a little and you might even get a message. Okay, mit denen kann ich nicht reden. Ich kann mich hier ranhängen. Da oben komme ich, glaube ich, nicht drauf, ne? Okay. Da ist ein Mond zwischen Munchies. Den hätte ich gerne. Nie mit irgendjemandem reden? Nein? Okay, wie komme ich an den Mond? Oh, muss ich da einfach in die. Oh. Okay, da muss ich wohl. Oder gibt es irgendwo einen Pilz, dass ich da. Nein, ich muss. Oh, warte, komme ich von da unten? Nee, komme ich natürlich gerade nicht. Okay. Ja, gut, dann probieren wir unser Glück. Oh mein Gott. Yay! Nice! Oh mein Gott, yes! Yes! Sehr schön. Okay. Dann können wir gleich noch in den Mond gucken. Ach, das sind die Neko Meadows hier. Ach, da oben steht es jetzt auch. Neko Meadows habe ich gar nicht gelesen, siehst du. So, wir gucken schnell neuen Mond. Zack. Also neuen Mond Text halt. Ach ja, das ist ja dieser Teil hier. Oh Gott, das wird jetzt erstmal dauern. Ja. Ist das eigentlich random oder kann ich mich da. Nee, ich kann mich relativ gut drauf verlassen, wie die fallen oder kommen. Ja, okay. Okay, so sollte ich das nicht machen. Wie mache ich das am blödsten? Ich würde gern den nehmen. Also ich glaube, der zweite, der dritte, der da kommt, der sollte schon funktionieren. Wenn man ihn, ja, wenn man ihn halt vernünftig erwischen würde. Ich brauche ja die anderen dafür gar nicht, kommt mir gerade. Stimmt. Eigentlich kann ich den einfach ignorieren. Und den. Ich will dann nur den mitnehmen. Ja, wow. Na! Ach, du blöder Screen. Sei halt nicht exit enabled. Mano. Okay, also nicht so schlimm. Jetzt aber. So. Okay. Jump off the right side of the GG building. Ach, dann haut der ab. Aber das müsste immer noch gehen. Never mind. Das GG-Building hatten wir aber noch nicht, ne? Aber Jump off the right side of the GG-Building. Nee, ich glaube, ein GG-Building hatten wir noch nicht. Gott, ich werde die alle wieder vergessen. Das ist schlimm. Kann mich nicht erinnern, irgendein GG-Building gehabt zu haben. Nee. Nee. Passt schon. Abflug. Gut. So, jetzt gibt es hier aber noch einen Exit. Da ist ein X. Blossom Gardens Resort. Ach, ist das BG steht für Blossom Gardens Resort. Ah. Verstanden. Aber wo soll hier denn jetzt noch ein Exit sein? Ich erinnere mich. Ich weiß, was das ist. Das hatte ich auch bei HFM Stream gesehen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wenn man nämlich eigentlich die Manche hier verfehlt, also, nee, wenn man sie trifft, dann landet man in einem Level. Stimmt, und das ist ein Level, was ich. Ja, da. Stimmt, darauf habe ich gewartet.
Das sah bei HF nämlich eigentlich leicht aus, aber er hat es nicht so hinbekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich das hinkriege. after failing this Vandive, someone kidnap Boon and put him in a cell. Hold L or R to dash. You cannot duck while on the dash animation. Genau, also ich kann nämlich jetzt richtig schnell werden. Hui! Na, gucken wir jetzt mal, wie das läuft. Okay, wie mache ich einen Spin-Jump, wenn ich dashe? Okay, doch schon so. Gerade hat es irgendwie nicht funktioniert. Ah, jetzt. Oh, oh mein Gott. Okay. Okay, da muss ich schneller oben landen. Nee, so nicht. Ah, nee, 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 Spin-Jump. Nein! Okay. Ich muss da vernünftig landen vorher. Kann ich da vielleicht kurz anhalten, um zu landen? Oder ist dann der Dings unten zu schnell? Also nicht. Nee, so auch nicht. Und da muss ich mich ducken. Und ducken kann ich aber während des Dashens nicht. Da muss ich dann wieder aus dem Dashen raus. Okay. Mist. Ja, das heißt, hier habe ich den Exit nie gesehen. Ich habe nur einen Teil von dem Level gesehen, weil HF hat dann irgendwann das Level gerage-quittet. Schauen wir mal. Genau, hier nämlich muss ich dann... Oh, das ist echt interessant zu steuern. Das ist wieder was, was man halt beim Zuschauen gar nicht realisiert. Und da muss ich nämlich irgendwie wieder stoppen, damit ich den erwischen kann. Uiuiui. So nicht. Ja, und dann irgendwie wieder... Kann ich in der Luft anfangen zu dashen? Nee, erst wenn ich am Boden bin. Also müsste ich da dann... Uiuiui. Okay. Das ist nämlich auch die Stelle, wegen der HF Rage quittet hat. Also nur das Level, nicht den ganzen Hack. Und jetzt... Oh, und dann... Okay, wie kriege ich den Speed wieder zurück? Ich sehe das Problem. Das hat geleckt. Aber was wäre denn, wenn ich den hinterher... Achso, da, ja, okay, den hole ich nicht mehr ein. Mhm. Verstehe schon. Also ich muss auf jeden Fall vor ihm da rein. Und dann irgendwie wieder Speed gewinnen. Interesting. Ja, ich darf... Von selbst verliere ich keinen Speed. Also, wenn ich von selbst springe, das können wir mal kurz hier testen, dann, ja, ich müsste schon, Okay, so kann ich Speed verlieren, aber wie gewinne ich dann wieder Speed? Ich kann nämlich in der Luft nicht wieder anfangen zu dashen. Das geht nur am Boden. Ich muss mir das nochmal genauer anschauen. Ja, okay, das war schon besser. Dann noch ein bisschen mehr Schwung, um darüber zu kommen. Ja, jetzt war ich viel zu schnell. Hilfe.
Ja, irgendwie so. Und dann muss ich aber noch mehr Geschwindigkeit auf. Also mit... Ah, wahrscheinlich, wenn ich die Renntaste nochmal drücke, vielleicht kann ich dann ein bisschen schneller an der Stelle werden. Ja, aber... Oh, das ist schwierig umzuswitchen hier an der Tastatur wieder. Mit den Fingern. Aber es sollte machbar sein. Ich glaube, ich habe genug Zeit, um umzuswitchen. Aber wir werden sehen. Ja. Ist noch nicht so... Noch nicht so das Wahre. Ja! Scheiße. Und dann muss man da hinten irgendwie umdrehen. Irgendwie sowas war da. Deswegen sind die Pfeile auch schon da. Aber das sah doch gar nicht so schlecht aus gerade. Genau, man muss nämlich da oben drauf auf diese, auf die Dings. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie muss ich da drauf auf diese Wolken. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Na? Ah, ja, jetzt habe ich nicht nachgedacht. So, okay, ja, das war gut. Ich weiß, wie ich welche Taste nicht drücken muss. Ich weiß, wie ich den Speed zurückbekomme. Kriegen wir hin. Genau. Ja, und hier muss ich genau, da muss ich umkehren. Richtig. Ja, der sollte auch noch springen. So, jetzt umkehren und dann da hochspringen, okay. Und mehr weiß ich nicht, weil, ja, wie gesagt, vorher hat HF dieses Level gerage-quittet. Deswegen. Keine Ahnung, was danach kommt. Soweit habe ich es noch gekannt. Zwar nicht durch selber spielen, das habe ich jetzt erst gemacht, aber ich wusste grob, was kommt. Ich finde es lustig, dass ich die Mannschaft erst auf Anhieb nicht getroffen habe. Weil man auf die Art und Weise nämlich gar nicht dieses Level hier entdeckt. Wer rechnet denn damit, dass man sterben muss, um in ein Level zu kommen, ne? Wer rechnet denn mit sowas? Okay, jetzt haben wir's. Okay, und zurück. Und da hoch. Und dann? Ah, muss ich den wegkriegen? Ah! Nein! Okay. Okay, verstanden. Verstanden. Der muss sterben. Dafür macht man das. Und dann geht man wieder zurück. Okay. Das heißt, ich muss den antriggern. Muss da hoch. Dann ist der dead. Und dann... Quatsch, ist er nicht, aber... Oh, dann muss ich da nur noch diesen... Da kann ich aber, glaube ich, vorher einfach anhalten. Also ich glaube, da kann ich vorher einfach anhalten und normal dann rüberspringen, ohne dass es irgendwie stressig ist. Mist. Das ist schon auch eine coole Idee mit diesem Speed so, ne? Mit diesem Dash. Yes! So, komm mit. Oh, boy. Ich habe die Sprungtaste wo habe ich ihn jetzt hingedrückt? Nicht, dass ich hier irgendwas... Habe ich jetzt... Die Aufnahme läuft noch? Okay. Nicht, dass ich irgendeine dumme Taste erwischt habe. Ich bin auf... Weiß gar nicht, was für eine Taste... Auf welche Taste habe ich gedrückt? Jedenfalls war es nicht die Sprungtaste.
Ja, voll auf die Stachel. Oh je. Ja. Okay. Jo. Komm mit. Nein, ja, bisschen weiter rüber noch, damit die wieder Plattform, damit die Plattform wieder spawnt. Okay. Nice. Ja, das läuft doch. Sehr schön. So. Jetzt kann ich hier nämlich warten. Okay. Wir machen es nochmal. Ist in Ordnung. Damit man auch sieht, dass ich es immer wieder hinkriege. Nein! 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 Jetzt aber. Bruder, wieso ist der auf einmal so schnell gewesen? What? Vorhin hat er mich nicht einholen können. Was war das denn? Okay, so, stopp. Okay, einen ganz vorsichtigen Sprung. Gut. So, was jetzt? Ab hier ist neu. Also komplett neu. Bisher war es spielerisch neu. Das habe ich noch nicht mal gesehen, was jetzt kommt. Okay. Oh je. Oh, da muss ich wieder da muss ich wieder anhalten irgendwie. Mhm. Ah, okay. Das war zu weit. Das war zu hoch. Ah. Okay, nice. Aber wie genau muss ich da so knapp hochspringen, dass ich dann direkt wieder dashen kann oder so? Oder wie stellt sich das Spiel das vor? Käse. Oh, oh, what? Okay. Nein. Come on. Mach nicht diesen. Ach, Mist. Er macht diesen. Ach. Nein, ach, jetzt. Nein, ich. Ah, oh, ich komme da viel zu selten noch hin im Moment. Das muss ich noch rauskriegen, wie das genau am besten geht, das Anhalten an der Stelle. Ich meine, da könnte ich zwischendurch sogar auch mal theoretisch kurz anhalten, wenn ich merke, dass es zu weit ist. Weil ich kann ja auf dem Ding sofort wieder losdashen. Ah, das war wieder zu weit, siehst du. Das ist mein. Das ist, was ich meine. Wenn der Sprung funktioniert, habe ich halt trotzdem nicht. Mist. Mist. Nein, das war wieder zu hoch. Oh, Mann.
Okay. So, jetzt, was jetzt? Ja, aber wie... Ja, doch. Oh, dann muss ich auf dem drauf landen. Okay. Aber ich muss wirklich direkt nach links weiter. Okay. Gut, gut, gut. Oh, das war sogar zu weit. Ich habe jetzt gedacht, ich habe eine gute Strategie, aber das... Ja, sehr schön. Ich glaube, ich habe eine gute Strategie. Okay. Ja, doch, das haut hin. Wenn ich noch später abspringe... Ja, es passt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es passt genau. Oh. Der haut aber gleich wieder ab. Da muss ich ein bisschen schneller auf dem landen. Da muss ich ein bisschen schneller auf dem landen. Ja, es funktioniert. Sehr schön. Gott. Okay, und jetzt? Okay, ducken. Da muss ich mich dann wieder ducken. Yes. Bruder, da ist einfach das Ziel. Aber ich falle runter. Wait a moment. Dash. Oh Gott, es hat funktioniert. Huhuhu. Nice. Okay. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die ersten Räume hiervon an, denn das wird sowieso wahrscheinlich, wenn was, wo wir mehrere Parts brauchen werden. Ich meine 25 Räume, ne? Das kann ein bisschen dauern. Vor allem, ich werde auch jeden Raum ohne Save State spielen und die Räume speichern sich ja an sich eh. Also sollte das funktionieren. Wir können mal die ersten paar Räume angucken. Dann versteht ihr so ein bisschen, warum ich das Level so cool finde. Weil es nämlich einfach so schöne kleine Challenge-Räume sind. This castle has 25 rooms to progress. You need to make sure all sprites are off the screen. This level is long. Be ready. No, na, man muss also immer dafür sorgen. Was heißt, man muss einfach die Challenges halt überstehen. Und hier in dem Fall übersteht man die Challenges, wenn man alles überlebt hat. Zack, und weiter geht's. Na, und so wird jeder Raum extra gespeichert. Das ist schon ziemlich cool. Mist. Ich wette, ich kann da in der Mitte stehen, wenn die da durchfallen. Genau. Okay. Muss da rüber. Dann muss ich dahin. Ah, verstanden. Got it. Die machen hier ja ihr Zeug kaputt. Und wenn die das nächste Mal runterfallen, dann sind die nämlich weg. Dafür muss ich sorgen. Indem ich dann einfach nochmal unten entlang laufe. Wir machen sozusagen eine extra Runde. Mist. Na, jetzt sind nämlich die ersten schon... Ups. Dann sind nämlich die ersten schon weg. Wobei ich das doch eigentlich sogar auch hinbekommen müsste, indem ich einfach hier bleibe, so ein bisschen. Ja, da muss ich gar nicht die Plattform da oben benutzen, oder? Das müsste auch so gehen. Ah. Ich kann doch einfach hier stehen bleiben. Richtig. Ach, die Plattform selbst muss ja auch weg. Oh, die Plattform selbst ist ja auch ein Sprite. Ja, verstanden. Die Plattform selbst ist ja auch ein Sprite. Und da oben die 3 übrigens ist Raum 3. Nur, falls sich jemand gewundert hat, woher die 3 kommt. Das ist einfach die Raumnummer. Nein, nicht Dummkopf, das wär's gewesen.
Trottel. So. Wow. Oh Mann. Ja, das ist eines der Level, auf das ich sozusagen gewartet habe, dass ich... Ich meine, ich hätte einfach schon eher hingehen können, klar, ne? Weil man ja nach 10 Exits darf man ja diese Welt betreten, aber das ist eines der Level, auf das ich gewartet habe, um es selber zu spielen. Weil es einfach super spaßig aussieht und es ist es auch. Es ist echt cool gemacht. Ich bin zu doof dafür. Jung! Hallo, spring gescheit ab. So. Finally. Okay. Okay, da muss ich auf die drauf, ne? Uiuiui. Okay. Wobei, kann ich nicht sogar in der Mitte von denen durch, so ein bisschen immer? Ah. Grundsätzlich ja, aber... Wow. Okay. Nein. Nein. Das ist jetzt schon ein bisschen kniffliger. Aber gut, dass sie die, ne, also raumweise Safe staten hier. Das ist, alles andere wäre krass. Ja, und dann noch auf den. Ich glaube, das sind die drei. So 3, 2, 1 ist das. Oh. Nein. Mm. Das gibt's da nicht. Okay, okay. Jetzt. Na, oh, da kommt noch einer. Mist. Okay, der Raum ist ein bisschen kniffliger schon. Ja, aber es sah schon besser aus. Ja, das war auch schon ein bisschen besser. Noch nicht so perfekt. Ja, nein. Ah. Nein. Boah. Ja, nein. Oh, da kommt noch einer. Also nichts mit 3, 2, 1. Schade. Ich glaube, ich habe den Trick noch nicht so richtig rausgefunden. Ja, jetzt. Oh, jetzt habe ich einen guten Rhythmus. Das war ein guter Rhythmus. Das war gut. Den kriege ich wieder. Den kriege ich wieder. Ich glaube, ich habe den Trick doch rausgefunden. Ja, ja, das sieht gut aus. Okay. Wir kommen der Sache näher. Mhm, 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 mhm. Nice. Okay, hier passiert Dinge. Viele. Okay, da warte ich ein bisschen, bis der runterfällt. Okay, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ah, ich gehe erst hier rüber. Nee, so auch nicht. Ach, ich muss... Ja, ich muss den da drüben triggern. Verstanden. Verstanden.
Habe ich nicht getriggert. Okay. Also so, ja. Also so. Nein, okay, ich muss warten, bis er da oben ist. Also so. Jetzt ist der da wieder am Start. Jetzt ist der wieder am Start. Jetzt ist... Okay, kriegen wir hin. Ich frag mich nur gerade, ob ich nicht direkt darüber kann. Ja! Und den anderen dann erstmal gar nicht antriggere. Dann kann ich nämlich, glaube ich, gleich einen Treffer mehr landen. Und mit dem Raum schließen wir dann auch ab. Also mehr wie den Raum machen wir in dem Part nicht mehr. Ihr seht, wohin das Schloss laufen wird, ne? Also wir werden insgesamt nachher 25 solche Räume gesehen haben. Was schon ziemlich cool ist. Ah, ich muss den wieder neu triggern. Ah, das war zu bald. Das war dumm. Da habe ich nicht nachgedacht. Kann ich nicht einfach auf dem... Doch, das müsste auch gehen. Ja, das müsste gehen. Ich müsste auf dem Swamp einfach nach oben jonglieren können, bis der wieder... Ja, das passt doch. Ja, okay. Ja, okay, man kann es auch, ja. Ich glaube, ich will es zu hektisch machen. Ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr Geduld beweisen, einfach. Dann ist das nämlich gar nicht so schlimm, da kommt der P-Switch. Muss, glaube ich, eher auf den P-Switch warten, ne? Oder wie wird der P-Switch ausgelöst? Ja, das ist dumm, was ich mache. Ich sollte das wirklich so machen, wie das gedacht ist. Genau so. So nicht. Das war nix. Den treffe ich sogar direkt wieder. Oh, das ist interessant. Den treffe ich sogar wieder. Das zweimal? Nee, aber das ist nicht weiter schlimm. Weil das zweite Mal kann ich es so machen. Und das war's. Nice! Ja, und dann ändert jetzt sich nämlich auch das ganze Ding. Das ganze Konzept, neue Musik und so weiter. Und ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht's hier weiter. Und tschüss.